Yo, yo, yo! Und hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Star Wars Battlefront. Heute im Outer Rim. Mit dem Season Pass, für den ich mein Geld hier rausgeworfen werde. Ich habe diesen Modus noch nie gespielt. Und deswegen bin ich auch maßlos überfordert gerade. Ja, das ist eigentlich das, was ich so zu vermerken habe. Hier sind ein paar Typen. Ja, und ich gehe direkt down, weil hier so ein verdammter Scheißer mich nascht. Und natürlich ist auch jemand sofort Held und das haben wir doch im Prinzip schon verkackt, oder nicht? Oder was spielen wir hier eigentlich? Transport heißt der neue Modus. Keine Ahnung, was er ist. Ich habe null Ahnung von diesem Modus. Ich weiß, ich kenne die Map, aber warum ausgerechnet Leia? Ah, scheiße. Oh Mann, wie habe ich denn da eine Chance? Ganz ehrlich. Das ist ja scheiße, dieser Modus, wenn man hier Imperium ist. Habe ich so das Gefühl. Mal gucken, was man hier oben reißen kann. Ob man was reißen kann. Gute Arbeit. Seh zu, dass der Transport nicht wieder in die Hand der Rebellen fällt. Wird er nicht. Ja, das war jetzt auch Luck. Da fühlt er sich bausig. Ist er das? Man munkelt. Die Rebellen haben den gestohlenen Transport wieder auf. Knapp verpasst! Haltet sie auf! Sofort! Er kriegt wieder mächtig was in Po. Aber ich habe irgendwie Lust, hier auf dieses andere Rohr zu kommen. Ja, wir schaffen's. Wir schaffen's. Aber ich weiß jetzt nicht, was jetzt los ist. Die Rebellen sind ihrem Ziel schon gefährlich nah. Haltet sie endlich auf. Ja. Okay, das sagt eigentlich schon, was wir machen müssen. Jetzt sehe ich, jetzt habe ich entweder komplett gewonnen oder komplett verkackt. Ich tippe auf komplett verkackt. Warum nascht er mich nicht weg? Wie dummy ist er? Wie dummy ist er? Komm, warum nascht er? Wie dummy ist dieses Geschütz? Komm, er kann direkt hinter dem Geschütz stehen. Ach so, ich dachte immer, das kann sich umdrehen. Ja, sehr schön. Kontrollpunkt muss eingenommen werden. Knapp verpasst. Vielleicht werde ich mir... Jo. Nächster Fritze. Autorim. Ist ja vom Prinzip her schon mal hardcore nice, ne? Das kann man ja nicht anders sagen. Also. Scheiße, da konnte ich nur. War das jetzt Dummy? Eigentlich ja, ne? Ja, das war dusselig. Aber ich habe einen geholt. Der Rest interessiert mich nicht. Ich E3 empfehle ich euch, wenn ihr. Ich habe die jetzt gerade auch. Ich empfehle euch die E3 auf jeden Fall, wenn ihr gut drauf seid, also wenn ihr ausgeschlafen seid und müßige Gefräsen habt, dann empfehle ich euch sie auf jeden Fall. Hallo? So. Ja, okay. Was? Das ist ja auch neu, dass man die Helden auswählen kann. Entweder es geht jetzt echt in die Hose oder ich krieg mal was geschissen. Oh, das ist ein Held. Aber wie dumm ist der denn? Ja, das ist korrekt. Und das Gute ist, jetzt habe ich auch die E3. Leider im Third-Person-Mode. Aber das ist ja egal.
reicht noch nicht. Nee, das reicht auch noch nicht. Kleiner. Oh, Mist. So, jetzt verabschiede dich. Du auch. Verabschiede dich, Bro. Du sollst dich... Da. Keine Gnade. Ich habe ja. Befehl, dich zu töten. Der gehört mir. Oh, Boba Fett, der rollt hier, räumt hier richtig auf, ne? Oh, hackt der? Ja, das ist jetzt natürlich auch der Lücke-Punch. Definitiv. Dass wir im Prinzip unendlich Typen wegnaschen können. Und dabei was zu verlieren. Ja, ist korrekt. Kaum die Mühe wert. Ey, nervige Granate! Willst du mich etwa damit blenden? Hör auf damit, mich zu blenden. Du hast eh keine Chance. Guck mal, es geht viel schneller, als du denkst, Dummy. Oh, wir kriegen gezockt. Ah, korrekt. Ach du, du willst hier... Nerv nicht rum. Du kriegst gleich was in deinen fetten Po. Feuermarsch! Oh. Da war ich zu dumm für Feuermarsch, definitiv. Ach du Kacke. Du kriegst hier die Tür nicht zu, Bro. Wir haben Ziele. Ja. Wo sind die Gegner, fragt sich der gute alte Typ. Hier muss einer sein, ja. Du bist frei. Du hast keine Chance. Oh, ich bin gleich down. Aber ich glaube, es hat sich gelohnt. Ich würde mal schätzen, dass es sich gelohnt hat. Ganz grob schätze ich mal, dass das sinnvoll war. Cool. Oh, scheiße. Na gut, egal, kacke ich drauf. Wir waren übertrieben krass. Und im Prinzip hatte keiner der Gegner auch nur im Ansatz eine Chance. Aber na gut. Trotzdem haben wir den verkackten Transport noch nicht verteidigt. Aber wir sind noch nicht hardcore weit gekommen. Das muss man auch sagen. Wir sind noch nicht hardcore weit gekommen. So, wird aufgestellt. Nerviges Geschütz. Kommt hier jemand von hinten und will mich naschen? Nö. Wo bin ich? Keine Ahnung. Der Rebellentransport setzt sich in Bewegung. Haltet ihn auf! Los! Ja, ja. Ah, Mist, da hat er Glück gehabt und ich konnte da nichts machen. Also, das ist ja übertrieben krass. Ach, oh ja, ich dachte gerade... Geil, ich dachte gerade, ich bin Boba. Dann habe ich gemerkt, dass ich nicht mehr Boba bin. Komm, es scheint da fast... Ja, es scheint fast... Es ist fast vorbei. Oh Mist, da hat er mich geblendet. Egal, das kratzt mich nicht. Was macht er denn da? Vorrücken. Ja, komm, das scheinen wir wohl gewonnen zu haben. Ja. Okay, sehr schön. 6000 fucking P. Das lief hier richtig gut. Okay, ich bedanke mich für diese Folge. Ich sage bis zum nächsten Mal. Bis dann, Leute. Ciao.